Oh, sehr schön. Ich kann sie auch mal da holen. So. Jetzt haben wir quasi überall eine immer weiter sich schließende Wasserquelle. Die sich hier jetzt quasi als Wasserfall nach unten ausbreitet. Wo ich jetzt allerdings dann allmählich noch schauen muss. Autsch, wie ich das machen muss. Okay, was ist darunter noch? Da muss ich mir aber ein kleines Dirt-Hilfsgerüst bauen. So. Hier wird trockengelegt, das soll nur noch vorne abfließen. Jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Dirt da, ne? Das ist natürlich sehr schade. Autsch. Ach gut, ich könnte mir jetzt natürlich auch. Ah ne, warte, da muss ich jetzt auf die andere Seite rübergehen, weil ich den Dirt-Vorrat auf der Seite ja schon wieder verbraucht habe. Ich Depp. Ja gut. Mitdenken kann ich. Schön mal so, dass ich auch Luft bekomme. Ich glaube fast, es wird eh gerade dunkel. Ja. Können wir unterwegs dann gleich schlafen, wenn ich mir neuen Dirt hole? Dann funktioniert das mit dem Wasserfall schon mal halbwegs. Wäre natürlich jetzt auch noch viel schöner, wenn da auch tatsächlich ein See wäre da unten. Aber man kann ja nicht alles haben. Auch interessant, wie sich das so entwickelt. Grafiken. Mit dem Ganzen. Und man sieht ja schon, Smooth Lightning macht hier schon echt einiges aus. Also wenn ich jetzt hier so sehe, hier drin, sieht schon echt deutlich schöner aus als mit dem anderen Licht. Kann man sagen, was man will. Nur am Tag wird es hier drin nicht wirklich hell. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass ich die Spieleinstellungen auf dunkel habe, weil ich das noch nicht hochstellen kann. Ich spiele normal immer auf hell. Muss ich dazu sagen. Aber das geht hier noch nicht. Wenn ich das nächste Mal da oben bin, wo ich jetzt schon wieder dieses unvollendete Haus sehe, ja, muss ich auch noch später mal wieder weitermachen, aber jetzt nicht. Jetzt habe ich anderes zu tun, sage ich mal. Und ich finde es immer wieder faszinierend, dass ich da oben gesagt habe, dass ich da eine Burg hinbauen will. Warte, ich habe eine Idee, was wir jetzt eigentlich mal machen könnten. Wo wir gerade eh hier drin sind, könnten wir eigentlich auch noch schnell das Weizen ernten. Das will ich hier drin lagern. Oh yeah. Was für ein genialer Schachzug. Ich finde es echt gut. Also ich glaube, dieses Feld hatte ursprünglich nur den Sinn, Seeds zu sammeln, um nachher das Feld besser bestellen zu können. Das war ursprünglich, glaube ich, der Sinn des Feldes hier. Und ich glaube fast, ich hatte
Hatte ich nicht mal unten auch was angepflanzt gehabt im Feld? Also da. Ich meine schon. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich glaube, ich habe unten die untersten Reihen angepflanzt gehabt. Falls ja, es ist nichts mehr davon da. Hier oben ist Weizen. Nö. Ich glaube, ich wirklich nichts mehr davon. Was war das hier? Ich soll mal die Blume ablegen. Generell Zeug, das ich gerade nicht brauche, könnte ich mal ablegen. Die Kies hier zum Beispiel oder die Setzlinge. Und hier sieht man auch, wir haben ein paar Fichten, aber bei weitem nicht so viele wie Birken. Die könnte ich eigentlich mal anpflanzen. Um da zumindest ein bisschen die Setzlinge zu vermehren. Und um auch das dunkle Holz zu holen. Schön, dass die eine andere Setzlingstextur haben, wenn ich sie abbaue. Das ist definitiv die alte Setzlingstextur von den anderen Setzlingen noch. Aber naja, gut. Hoi. Das sieht echt strange aus hier unten. Ja, ich wollte, glaube ich, noch in die Kiste vorne reinschauen, ob da nicht noch Dirt drinnen ist. Und ansonsten glaube ich fast in den Lagerkisten oben, die bei der Burg sich befinden, sollten wir auch noch Dirt drin. Alter, so haben wir hier wieder Setzlinge. Sollten wir, glaube ich, auch noch Dirt haben. Könnte ich bei der Gelegenheit eigentlich auch gleich mal nachschauen. Davon abgesehen können wir auch nachschauen, was wir oben in der Hauseinrichtung schon alles noch wieder reinbauen müssen. Okay. Wenn wir Erde brauchen, ich weiß genau, wo ich welche finden muss. Wollte ich hier diese ganze Ebene tiefer legen? Ich hoffe nicht. Ja. Okay, gut. Ich war hier gefühlt schon ewig nicht mehr oben. So richtig toll finde ich das Haus jetzt eigentlich auch nicht. Ah, mein Kuchen ist noch da. Nichts. Okay. Wir haben zwei Doppelkisten Erde als Notreserve noch hier oben. Das sollte dann auch später erstmal reichen. Oh Gott, was haben wir hier in den Kisten noch? Ach Gott, die ganzen Bücher. Oh, das müssen wir auch mal wieder machen. Die Bücher. Am Ofen ist nicht sehr gut. Okay. Hier die Wurzel alles Übels mit der Lava. Oh Gott, ja, meine Güte. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber das nehmen wir erstmal so mit. Wie gesagt, von hier oben sieht man ein bisschen in diese Feldau hinein. Die ist jetzt auch nicht wirklich mittig von der Burg aus gesehen. Ist auch egal. Die Burg wird übrigens wirklich eine richtige Burg. Das heißt nie fertig. Weil ich halt bei Burgen das Problem habe. Du kannst sie immer irgendwie erweitern.
Und mit den abgesägten Türmen sieht es jetzt auch nicht so mit dem wahnsinnig schlecht aus. Das kann man theoretisch erstmal so lassen. Bis auf das Dach von dem einen Haus, das muss dann noch definitiv gebaut werden. Nur, ich habe bei der Burg einen entscheidenden kleinen Fehler gemacht beim Anlegen dieser Ebenen. Die sind einfach alle zu klein. Ich kann nirgendwo größere Häuser draufstellen als sowas hier. Und solche Häuser sind einfach, sind wir mal ehrlich, jetzt habe ich keinen Dirt mitgenommen, ne? Ich bin unglaublich schlau. Ja, natürlich auch Dreck. Super. Gut, dann nehmen wir jetzt auch noch ein bisschen Dreck mit. Was wollte ich euch jetzt genau sagen? Ich hab's schon wieder vergessen. Burg fertig, genau. Irgendwas mit Burg und fertig. Die Häuser sind zu klein. Die Häuser, die drauf passen würden, sind zu klein für eine Burg. So passt das jetzt vom Satz her. Das war das, was ich sagen wollte. Aber das sieht eigentlich ziemlich cool aus, so wie es ist. Ist ja immer noch beeindruckend, wie ich es, warum auch immer ich festgelegt habe, das so niedrig zu legen. Ich meine, das ist ja doch ordentlich unter Ozeanniveau. Aber vielleicht brauche ich da wirklich statt dieses Weges hier das ein bisschen um, dass man da quasi einen Abflusskanal hat, der dann in die Mitte läuft. Und da halt dann irgendwie, dass da, wo jetzt halt der Weg ist, eventuell doch lieber nur Schienen drin sind und der Weg so verläuft, dass man hier quasi direkt auf den Hafen Idneybu führt. Na, ich weiß nicht, oder? Da wird mir schon was einfallen. Oder halt hier unten Weg und Schienen kombinieren. Irgendwas will mir da schon einfallen. Wie ich das machen will. Wie es meiner Meinung nach gut aussieht. Und jetzt geht die Sonne schon wieder unter, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Ja. Doch, wir haben Zuckerrohr geholt. Umprotokolliert, wie viel Erde wir da haben. Also ja, ich bin auch irgendwie gespannt. Das hat jetzt enorm getäuscht mit dem Horizont, weil es hier so bergauf ging mit der Kante. Ja, noch. Schönster Tag, ne? Wir können uns den Sonnenuntergang anschauen. Mit einer Wolke, die hineinzieht. Bei bester Musik zu dem Thema. Also, ich kann mir da jetzt kaum eine bessere Musik vorstellen. Also, ich kann mir jede bessere Musik vorstellen. Und jetzt wird es allmählich schon dunkel. Ich glaube, das sind quasi jetzt alle 15 Helligkeitsstufen von Light Level her. Die man auch bei, wenn man Smooth Lightning aufstellt, auch bei den Fackeln betrachten kann und beobachten. Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass der Umfang dieses Teichs so extrem groß ist. Aber so passt das dann mit Zuckerrohr. Wow. Man sieht jetzt hier am Horizont noch die Burg, die sich jetzt. Wow, das ist cool. Im Haus hier hat man eigentlich auch schon eine relativ schöne Aussicht, aber ich will da definitiv, wie gesagt, noch einen kleinen Turm da vorne hinbauen auf den Hügel dort vorne, um dann von dort aus Aussicht genießen zu können. Dort vorne ist die Wasserwand.